Ja. Nächste Runde. Was machst du da? Susa wird belagert, aber da kommt schon Riesenarmee der Perser an. Bündnis Armenien-Atropatene. Ja gut, das ist nicht so unwahrscheinlich. Verborgener Agent wurde entdeckt. Das ist egal. Ich denke mal, er hat da mehr Verschleiß bekommen als... nicht unbedingt. Er hat nicht viel mehr Verschleiß bekommen als wir. Ah, da ist sein Secret Agent Man. Aber wir bauen ja das Ding. Das bringt ja Schutz vor Agentenaktionen, was ganz gut ist. Das ist einfach so lame. Es ist einfach so lame. Ich kann es nicht anders sagen. Der rettet ein Tour durch die Wüste und ist uneinholbar. Wow, es hat mal was geklappt. Gegen den Murderer. Ich kann natürlich hier hinrennen, aber da kriege ich wahrscheinlich Verluste, ne? Bleib mal da stehen. Fraktion angetroffen. Königreich Skythien. Ah, die sind da oben. So, wir suchen die mal noch. Kannst du hier hinsegeln, dann mach das mal. Quartiermeisterbericht. Genau, hat das was gebracht für die öffentliche Ordnung? Ja. Ist jetzt auf null. Okay. Passt. Parthien und Atropatene. Krass. Partava gibt's immer noch. Persien hat einen Teil von... What? Persien hat die Provinz eingenommen. Aha. Gut. Er hat nichts verloren bei der regulären... Was geht ab? Ja, ich glaube eher für tot. ich bin gerade ein bisschen verunsichert, denn eigentlich müsste der durch die Belagerung doch Abzüge bekommen. Naja, also wir könnten jetzt hingehen und machen Folgendes. Also Abzüge nicht nur auf diese Armee hier, die schrecklichen Maden, sondern die schrecklichen Maden, das ist eigentlich eine gute, das ist eigentlich ein guter Name für eine Armee. Ich sehe es schon kommen, der wird nach Yathrib durchbrechen. Während ich hier dumm rumgurke und nichts dagegen machen kann. Einfach nur, weil der permanent im Gewaltmarsch durch die Wüste rennt und keine Abzüge auf die Einheiten bekommt. Das ist einfach scheiße. Immerhin haben wir ein bisschen was an Garnison. So, also hier meine Überlegung. Vorhin, als ich ihn angegriffen hatte, hatte ich direkt eine Leiter als Belagerungsgerät dabei. Ich habe jetzt momentan eine zweite Leiter, was irgendwie unsinnig ist, denn ich brauche die Leitern eigentlich nicht. Ich könnte jetzt also hingehen, weil das mit dem Belagern, glaube ich, nicht viel gebracht hat, außer dass ich seine Einheiten nicht wiederholen konnte und er hier Abzüge drauf gekriegt hat. Also 16 hier, ich ja 11 bei meinen. Wenn ich jetzt hingehe und mit der Spionin nochmal die Chance nehme und die Brunnen vergifte, ja, ich probiere es mal gerade aus. Warte mal kurz. Ja.
Und jetzt sage ich, Belagerung abbrechen. So, jetzt gehst du hin. Ich schaue nochmal gerade. Also er hat hier 13 Einheiten. Hermann Plänkler, Hermann Speerkämpfer etc. pp. Das da ist ja alles Mist. Wobei die Adelsschwertkämpfer natürlich nicht schlecht sind. Dann gehst du, warte mal kurz. Der hat nur eine Einheit Adelsschwertkämpfer als Garnison, hat aber hier 5 Einheiten Adelsschwertkämpfer. So, dann machst du jetzt nochmal gerade das. Okay. Militärsabotage. Vorräte vergiften. Gut. Jetzt haben sie es nochmal abgekriegt. Und du gehst jetzt wieder hin und belagerst. Und jetzt haben wir weniger Chancen als vorher. Ja, wir haben schon 4 Leitern dabei. Warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so? So, die leichten Abzüge hier machen nichts. Wenn ich hier runtergehe, wird er gleich versuchen, meinen Gen zu meucheln. Davon gehe ich zumindest mal aus. Habe ich dich schon bewegt? Ja. Hm. Sechs Runden halten die durch. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Ja, mach das mal. Ob du das schaffst, das werden wir ja noch sehen. Zwei Fullstacks. Naja, fast zwei Fullstacks. Ganz schön viel für eine Fraktion mit nur einer Siedlung. Ah, das kostet 4 Nahrung. Schade. Das geht natürlich nicht so gut. Hier ist dann bald unser Feinschmeckerladen fertig. Die 1000 Kröten behalten wir mal. Hier sind wir gleich auf 100% öffentlicher Ordnung. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ah, jetzt sieht's doch schon mal besser aus. Jetzt sieht's doch schon mal besser aus. Ich muss ein bisschen auf meine Elefanten aufpassen. Schön offenes Terrain eigentlich. Zweierreihe ist definitiv zu dünn. Speerträger. Genau, Speerträger geht es gar nicht. Speerträger. So, mein General, bitte. Die nehmen wir natürlich wieder zum Scouten und Aufräumen von Plänkeltruppen. Mit den Elefanten, das müssen wir mal gucken, wie wir das mit denen machen. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. Leichte Kavallerie. Ich befürchte es ja irgendwie auch. Wir da! Bereit zum Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für die doppelte Geschwindigkeit. Nee, ihr braucht gar nicht so schnell zu rennen.
Aber ihr könnt mal, obwohl. Moment mal, wir gucken mal. Sieht man zumindest keine feindlichen Einheiten. Da muss man immer drauf aufpassen im Reality-Mode, wenn die hinter einem kommen, verliert man dann auch gerne mal ein paar Einheiten. Vielleicht machen wir doch ein bisschen schneller. Ja, Kommandant! Damit wir die erste Armee aufreiben können. Leichte Kavallerie! Reitet los! Kommandant! Nicht die Formation brechen! Steinschleuderer! Wie lauten eure Befehle? Sammelt euch zusammen! Auflöset! Wir erwarten eure Befehle. Ausrücken! Okay, ihr könnt ja schon mal jetzt vorgehen. Speerträger! Mein Herr! Schnell vorrücken! Arabische Söldnerkavallerie. Gut. Leichte Kavallerie! Bereit! Sie sind bereit! In die Phalanx. Königliche Feldtasten! Schnelles Marschieren! Ihr könnt mal hier langsam vorrücken. Speerträger, er feuert auf den Feind! Okay, gut. Dann greift mal hier an. Speerträger! Ihr geht auf standhaft. Ihr könntet einfach auch nur angreifen, das wird mir schon vollkommen langen. Speerträger, erfüllt den Himmel! Feuert auf den Feind! Okay, irgendwie klappt's halt manchmal dann doch, ne? Ich glaube, wir haben sie da drüben erwischt, ne? Macht mal die Phalanx aus. Geht mal hier hoch. Und ihr stellt euch jetzt dahinter auf. So, die Kavallerie nehmen wir mal mit hier hoch. Euch machen wir mal wieder in eine neue Gruppe. Ihr geht hier hin. Ihr geht mal hier hoch. Was hat er denn jetzt da? Ganz viele Plänkler. Die wir ansonsten auch mal auf der Seite angreifen könnten. Ihr startet mal hier rein. So, und jetzt ab hier raus, raus, raus. Raus, ihr habt ihn doch. Komm, worauf wartet ihr noch? Die flüchten doch schon längst. Ab hier hoch. Königliche Feldtasten. Befehl verstanden. Bereit. Löst die Gruppe eure Befehle. Auf. Und ihr geht hier rüber. So, mit der Kaff ab hier hoch. Warum kriegen die Feuer ab? Von den eigenen Männern? Ihr geht mal vor. Ja, ihr macht den Plänkler-Modus aus. Lauf mal hier rüber. Nein, es sind nicht die königlichen Peltasten, es sind die Elefanten. Hey! Wow, wow, wow. Moment. What? What the fuck is going on? Warum bewegt sich mein Gen mit? Alter, ich hab die Elefanten ausgewählt. Auf schnelles Marschieren! Reite doppelte Geschwindigkeit!
Ihr seid doch behind... Ich kann die Elefanten nicht mehr kontrollieren. Sie sind irgendwie mit meinem General verkoppelt. Ich habe keine Ahnung. Hoffen wir einfach nur, dass die Elefanten... Dass die Elefanten das Ding da überleben. Alter, es ist sau übel. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber naja. Ja, ja, fortfahren bitte. Bitte alle hier hoch. So. Ich muss gucken, dass ich hier noch möglichst viele Einheiten aufreibe. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe über ganz viele Einheiten die Kontrolle verloren eben. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das ist wirklich total Banane, aber gut. Motivier die mal gerade. Ihr rennt bitte darüber. Ich habe keinen Bock, dass irgendeiner von euch auf meine Elefanten schießt. Oder beziehungsweise die am Ende noch trifft. Okay, gut. Alter, war das übel. Hab keine Ahnung, wie ich diese eine, wie ich da die Einheiten am Ende gesteuert habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, nice. Ja, ja, töten. Okay. Bin ich erleichtert. Oh shit, der hat seine Armee gegen die Perser verloren. Die Perser haben eine fette Armee da oben hingestellt. Unser Gen ist aufgelevelt. Ja, okay, gut, das war ja zu erwarten. So, ich quicksave jetzt mal als allererstes. Wenn ich jetzt angreife, der kann ja eigentlich nichts mehr da drin haben, ne? Dann machen wir das mal gerade automatisch. So. Jetzt holst du dir mal Gerea. Sieht um Gesetzen natürlich. Okay. Kann ich hier was rekrutieren? Nein, nein, jawohl, kann ich. Ich kann sogar Leinenpanzer-Pikniere rekrutieren. Cool. Oh ja, die sind doch deutlich besser als das Zeug, was ich bisher habe. Oh, der hat aber ganz schön Militärgebäude hier errichtet, hä? Cool. Cool, cool, cool. Frage ist, wie wir das genau machen. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber wir schauen mal. Von 27% ist nicht gut. Bitte nochmal Vorräte vergiften. Okay, das hat ja funktioniert. Schön. Also wichtig ist halt... Wichtig ist in dem Fall eigentlich ja, dass man... die Armee damit auch ein bisschen verlangsamt, wobei er natürlich immer noch bis nach Yathrib rankommt. Aber wenn wir Glück haben, dann fehlt ihm da die Bewegungsreichweite für. Mir fehlt jetzt leider kein Imperiumspunkt, weshalb ich direkt hier Panem et Circenses aktiviere.
Okay. Und jetzt haben wir einen zusätzlichen Hafen und machen dementsprechend richtig Geld. Ja, die Arabia Magna wird sich schon lohnen. Okay. Muss noch schauen, wie ich das genau hinkriege.